Ihr wolltet zwei neue Spieler. Ich bin auf die Suche gegangen und bin tatsächlich fündig geworden. Spanische Eishockey-Profis gab es in Krefeld noch nicht zu sehen. Wir haben zwei neue Importler direkt aus El Arenal hier nach Krefeld verpflichtet. Und heute findet das allererste Eistraining statt. Vorher Fitnesstraining, anschließende Pressekonferenz. Und dann schauen wir mal, was das heute gibt. Ganz viel Spaß mit euren zwei neuen Stürmern. Doch, wer sind die beiden Jungs eigentlich? Ich stelle sie euch einmal vor. Julian Pohlmann, Mitte 30er, waschechter Krefelder, Kampfgewicht von knappen 90 Kilo, sein absolutes Markenzeichen, definitiv sein Schauspiel. Auf der anderen Seite sehen wir Lenny, Fatschi, Leonard, Munz, Ende 20er und absolutes Kampfgewicht, bringt mehr als 100 Kilo auf die Hantelbank und zusätzlich noch auf die Waage. Seine Spezialfähigkeit ist definitiv das Vollabern von Menschen. Vor allem, was richtig geil ist, ist halt einfach die Sache, dass wir jetzt hier mittrainieren. Beziehungsweise eine kleine Trainingsimpressionati, genau, eine kleine Trainingsimpressionati bekommen dürfen. So, ich freue mich auf die Bodychecks. Open Eyes. Ja, ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Es wird eine sehr, sehr spannende Geschichte für mich. Ja, mal gucken, ne? Aber ich hab Bock. So, also dem Programm hier, das ist wichtig für die Wadenmus. Das haben wir gelernt in Kanada, in unserem Drillcamp. In der Drillcamp, als wir bei den Raptors waren. Mhm. Hä? Ich bin der neue Topstürmer. Hallo? Ja, ich weiß. Hier riecht schon, hier riecht es nach Arbeit. Hier riecht es nach Erfrischung und nach Arbeit. Hier ist also Pumann heute unsere Aufgabe, oder was? Du schiebst mich jetzt von da nach da. Don't touch it. Pumann, die hätte ich fast auf. Wer sitzt da jetzt drauf? Der Sportdirektor. Der sitzt auf seinem Fahrrad, Pullmann. Verstehst du? Oh, was muss ich jetzt hier machen? Ach du Scheiße, du. Pullmann, ich habe hier noch einen Cyborg stehen. Ja, aber ist geil, da kommt noch Winter. Keine Ahnung, was ich hier mache. Mit dem Ding hier? Ja. Aber den Arm ist übel sehr hier dann, ne? Der Uli, 30 Sekunden. Junge, Pullmann, wir treten das Ding bis nach Paris jetzt. Noch 20. Noch 15 und noch 10. Pullmann! Voll Power! Mehr. 5. Er stellt sich sogar hin! 2, 1, kurze Pause. Alter, reicht, reicht. 1 Sekunde. Ey, so haben wir nicht gewettet. Die Pause sollte länger sein. 10 Sekunden. Was? Und starten jetzt. So, beim nächsten Mal, aber bitte bis zum Ende durch. Ey, ja, alles gut. Fast für nächstes Mal. Hör mal, zweimal. Zwei Intervalle haben wir noch gesagt. Nee, drei. Boah, das ist Sklaventreiber. Und die letzten 10 Sekunden. Ah! Auf den Fahrrad, dann haben wir zwei vor. Und fertig. Alter, Himmelmarsch. Himmelmarsch. Ey, schau. In dem Tempo. Das haben wir in Kanada so nicht gelernt. Gut Ding, wir Weile haben. Erst recht beim Sport. Boah, jetzt hier aber kalt, jetzt hier mit kalten Beinen aufs Spinningrad, Pumann. Das weiß ich auch nicht. Merkst du die Beine? Das war, ja. Das ist am Zittern hier gerade die Nummer. Hier, oder was? Ja. Meine Schuhe! Ach du Scheiße. Was ist das? Ey, ich bin nicht gemacht für so einen Scheiß. Was für ein Kacksport. Ah! Weg da! Sehr gut, Poli! Das ist sau anstrengend. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Das ist ein richtiges Gewicht drauf, Pullmann. Komm hoch! Ja. Ich brauche Wasser. Und Sauerstoff. Ja, nur zweimal. Alter Vater, ey! Ist das hier ein Gerät? Ja, gerne. Komm, pack mal ein bisschen da drauf, Simon. Ja, eben. Wundert mich ja nicht, dass ihr noch neue Leute braucht. Wir haben mit so Gewichten trainiert. Wie soll man da Tore schießen? Ja, noch mehr.
Ja, hau drauf, Junge. Ist doch egal. Wir haben doch schon eine halbe Stunde gemacht. Das ist schon heftig, was die Jungs hier machen den Tag, oder? Fatschi! Ich hab's dich nicht mal gedreht, ey. Tiefer fassen, Bummern. Ich krieg das nicht geschoben, Fatschi! Das macht man im Team! Ey, oh, du bist so schnell, Bummern. Was jetzt? Gas. Wolltest du jetzt sprinten, oder was? Ja, nochmal. Aber da merkt man, dass ich das eine Mal an einem anderen Tag den Sport in den letzten Tagen geschwänzt habe. Vom Fahrrad kurz runter, schon die ersten Krämpfe in den Beinen, schwör ich dir. Und dann jetzt halt das. Aber das ist eigentlich ganz geil. Komm, mehr aus den Armen raus. Komm, fünf. Und, jopp. Ah. Aber easy für uns. So, Lenny. Bist du ready? Ja, klar, Junge. Bereit geboren. So, komm. Und noch 10. Sorry. Jede Übung nur einmal, so macht man das in Kanada. Deswegen gewinnen die alles. Sieht immer mega einfach aus. Ein bisschen übers Eis geleiten. Ja. Ein bisschen. Ah, ist mehr, ne? Steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Alter. Ich bin auch kurz davor, mir anzukotzen. Wirklich, bin kurz davor, mir anzukotzen, Pummel. 19 und 1. Come on! Hatschi hat die ganze Zeit Uppercuts gegeben. Der jammert so abartig rein, glaubst du das? Halt mir so einen Arsch, Pummel. Das war locker 40 Minuten. Das ist wirklich erschreckend. Muss man wirklich sagen, wir kommen ja aus dem Sport, Simon. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Jetzt haben wir euch gezeigt, was wir können. Das ist ein Eishockeykörper. Den gibt es sonst nur in Kanada. This is how a high-performance athlete look like. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie es geht so richtig, aber wir werden es jetzt tun. Doch, ja, habe ich schon 120 Mal gemacht. So. Dann. Achso, da komme ich nicht mehr runter, ne? Fatschi, als erstes Hose und Trainingsstutzen. Weil sonst ist Ripskins. Alter. Es ist wirklich echt viel Montur. Warum ist der falsch rum? Andere Seite. So, ne? Also schön hier ins Knie rein. Ist hier auch noch irgendwas zum Festmachen? Ne. So, der hier. Hatschi, zeig mal. Hatschi, zeig mal. Die Hosen sind klein. Die Hosen sind klein, ne? Bisschen Spark. Aber sieht gut aus. Und das Schild könntest du so auch tragen. Bisschen Understatement. Halt. Ich könnte einen Spieler durchgehen, Fatsch. Ja, ich nicht? Ja, als dicker Schiedsrichter vielleicht. Aber die Knie, okay, das ist aber schon, man ist schon eher, da muss man die noch, weil durchrennen kann ich sie ja, nicht, so, ne? So fährst du, so schießt du ja auch. Ja, komm, fühlt ganz so, ganz seltsam fühlt sich das an. Ja, wirklich, abgefahren aber. Also überall eingeschränkte Bewegung. Agil, aber auch irgendwie nicht, so, man ist so, weißt du, einfach so halb eingeschränkt. Nee, ich fühle mich wie so ein Cyborg mit so einem Exoskelett. Du siehst aber auch so aus, wie so ein Exoskelett, muss man wirklich sagen. Ich fühle mich echt, bei mir sitzt es echt gut. Ne? Ja, bei mir ist es kaum, also keine Ahnung. So. Ich bin aber auch, ich fasse auch kaum in die Hose rein, bin ich auch ehrlich, ne? Muss auch mal sagen, das ist jetzt nicht mehr der astrale Sportball, den ich hier hab. Zieh du das selber an normalerweise? Ja. Wir brauchen Messer. Wir brauchen größeres Trikot. Also. Ohne Scheiß, das sieht verdammt gut aus. Juli! Hey. Hallo, bin ich der neue Trump-Transfer oder was? Mein Gott, ich komme wirklich vor wie ein Cyborg, Alter, mit dem Knieschonern. Ich bin ein Roboter. Was willst du, Pommes Schnauze oder was? Was hast du? Ich frage mich ja wirklich, ich habe auch viel Sport gemacht, wenn man es heute nicht mehr ansieht. Wieso habe ich nie Eishockey probiert, obwohl Krefeld eine Eishockeystadt ist? Warum nie Eishockey? Ist doch eigentlich eine geile Sache. Ja, aber Wasserball ist so ein Kacksport. Hat da jeder sein Anzieher dabei, wenn er hier Eishockey spielt? Wie machen die das? Ich komme da gar nicht mehr dran. Ich dachte, das läuft zum Eishockey, dass jeder seinen Anzieher hat. Bist du bereit für das Derby gegen die DEG? Pummel, bist du bereit? Oh! Boah, das ist aber eng. Es gibt da eine Position im Eishockey, die heißt Enhancer oder sowas, ne? Enforcer, das sind die, die einfach nur raufkommen, einmal den Knüppel durchziehen und dann wieder rausgehen, ne? Das wäre was für uns gewesen, Pummel, eventuell. Ja, das ist wirklich ein seltsamer Sport, oder? Du fährst da mit 80 km/h auf dem Eis, hast ein Messer unter den Schuhen, dann prügeln die sich auch noch.
Ich verstehe das nicht manchmal. Da muss man schon heiß drauf sein irgendwie, oder? Das Ding, guck mal, schau mal vor, ich rutsche weg und knie, knall dir dann schön mal. Ich habe Videos gesehen von einem Torwart. Alter Vater, ey. Kehle durch, ne? Wehe, ich habe ja gleich am Hals einen Schnitt, ne? Ihr Wichser, wehe, bring mein Patschi um. Kann ich den Helm noch anziehen vorher? Ja, safety first, bevor ich jetzt hier aufstehe und direkt umfalle. Oh, echt? So ein Kinderhelm oder was? Ey, boah, ey. Nee, ich hab doch kein Vollvisier jetzt an, oder? Auf jeden Fall. Au, 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 au. Ey, so wenig trauen die uns zu, dass sie uns jetzt hier mit Gitter abspeisen. Der Büffel, ganz guter Helm, wer war da vorher drin? Kannst du nicht abmachen? Kein Profi spielt mit Vollvisier. Wir schon. Okay, Leute, wir gehen jetzt ein paar zwei aufs Eis. Das wird ganz wild, die Nummer, ey. YOLO! Hesse YOLO! Okay, jetzt ist Profi da! Halt deinen Schaus hier da oben! Weg! Weg! Jawohl!